Ja, sehr geehrte Damen und Herren, besser spät als nie und besser ein paar Verbesserungen als, können Sie mir zuhören? Als gar keine. So mein erster Eindruck zur vorliegenden Änderung des Forstgesetzes. Zwar sind noch nicht alle notwendigen Anpassungen darin enthalten, aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Besonders erwähnenswert ist es, dass mit der Forstgesetznovelle die Bedeutung des Waldes ausdrücklich betont wird. Und wir Freiheitliche in Kärnten haben nicht umsonst die heurigen Berntaler Umweltgespräche unter dem Motto Wald im Fokus gestellt, denn nur mit einem gesunden Wald erhalten wir seine Schutz- und Umweltfunktion nachhaltig. Unsere heimischen Wälder spielen eine entscheidende Rolle als wichtiger natürlicher CO2-Speicher. Der österreichische Wald speichert rund die 40-fache Menge der jährlichen Treibhausgasemissionen Österreichs. Das wird zwar thematisiert, aber die Waldbauern werden für ihre Leistungen nicht entschädigt, was eine massive Schwachstelle dieser Novelle ist. Von der Erholungsfunktion bis hin zur Schutzfunktion. Der Wald hat eine enorme Bedeutung für uns und er steht aber gleichzeitig auch massiv unter Druck. Die Feinde des Waldes, die reichen vom Borkenkäfer über Umweltereignisse bis hin zu den Grünen. Ja, leider ist es tatsächlich so, die wollen am liebsten einen völligen Kahlschlag der Wälder betreiben, um auf jedem Hügel ein Windrad aufstellen zu können. Ja, es ist so. Vor allem in Kärnten, in meinem Heimatbundesland Kärnten, sind Windräder definitiv der falsche Weg. Daher bekennen wir uns zum Schutz des Waldes, denn ein gesunder Wald trägt mehr zum Umweltschutz bei als die Windräder, für die er abgeholzt werden müsste. Ganz zu schweigen von den tausenden Tonnen an Beton, die pro Windrad benötigt werden. Da ist den Grünen das Betongold dann doch plötzlich auf einmal recht. Der Wald ist nicht nur ein Ort der Erholung, sondern auch unser stärkster Verbündeter im Kampf für Umweltschutz mit Hausverstand. Wir müssen den Schutz des Waldes zur Priorität machen und hiermit wird ein erster kleiner Schritt zur Erreichung dieses Ziels beigetragen und wir werden dieser Novelle zustimmen. Danke.